so ein Plakat zu und da stand drauf, Stop Age Now, Sie haben die Wahl. Habe ich gedacht, ui, eine neue Partei, die Anti-Aging-Partei, mit dem Parteiprogramm ästhetisch verträgliches Ableben in einem optischen Alter von 32 Jahren. Na, war gar keine Partei, war ein Kosmetikinstitut. Und da stand drüber Anti-Aging-Schnupperbehandlung. Habe ich gedacht, Anti-Aging-Schnuppern, bin ich gut, bin ich rein. Da war dann drin so eine Silikon-Botox-Indianerin, das ist so. Womit kann ich Sie glücklich machen? Da wollte ich erst sagen, vielleicht mit einem anderen Dialekt. Habe ich natürlich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ja, ich interessiere mich für die Anti-Aging-Schnupperbehandlung. Und da sagt sie, Anti-Aging? Na, da hätten Sie aber früher kommen müssen. Da habe ich gesagt, ach so, ja klar, ist ja schon nach 18 Uhr, gell? Komme ich morgen wieder. Und dann hat sie gesagt, nee, sie hat das anders gemeint. Mit dem Frühjahr. Dann habe ich gesagt, aber was mache ich jetzt mit meinem angebrochenen Leben? Zum Altsein bin ich doch viel zu jung. Und dann hat sie gesagt, sie könnte mir Happy Aging empfehlen. Dann sage ich, Happy Aging klingt gut, wie geht es? Dann sagt sie, wandern mit Senioren im Schwarzwald, da fühlen sich automatisch wieder jung. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich überlege noch. Dann habe ich mir gedacht, wenn schon nicht jung, schön und glücklich, dann doch wenigstens satt, oder? Bin zu meinem Lieblingsitaliener, da war auch schon mein Lieblingskellner gesessen, der Mario. Mario, so eine Glatze, so ein Wampen, selbstbewusst ohne Ende. Männer, wie macht ihr das? Er hat ja noch einen guten Toupier. Na, das war blöd. Na, die sind, glaube ich, echt. Die sind echt, aber die müssen nicht am Sterben. Na gut, auf jeden Fall, das habe ich auch mal wo gefragt, so in die Runde gefragt, Männer, wie macht ihr das? Und dann saß dran auch einer und sagt, oh, weil es geht. So schlicht, gell? Und der andere, Jüngere, hat gesagt, ja, wir sind sehr schlicht im Gemüt, aber dafür glücklich. Und ich habe mir aber gedacht, Mario, meine letzte Bastion, mit dir flirte ich jetzt. Und er sagt, Mario. Was empfiehlst du mir denn heute? Zum Essen? Schaut er mich länger an und sagt, Seniorenschnitzel? Sag ich mal, was habe ich heute meinen Glückstag? Habe ich gefragt, was ist denn los? Was ist denn? Kannst du auch mit Pippi Langstrumpf teller? Kannst du auch mit Seniorita schnitzeln? Bist du so schön? Bist du so jung? Bist du so. Dann habe ich gesagt, komm Mario, lass stecken, bring mal einen Schnaps, der konserviert wenigstens. Und dann haben wir Schnaps getrunken. Ein Schnaps, zwei Schnaps, drei Schnaps. Nach dem dritten Schnaps habe ich gesagt, Mario, das Alter ist blöd. Dann sagt er, na, wo ist die Alternative? Ist der frühe Tod, ne? Dann habe ich gesagt, ja, aber für einen frühen Tod ist ja bei mir auch schon zu spät. Dann haben wir uns überlegt, vielleicht gleich zu einem Kali oder doch noch eine Runde Botox, haben das dann verworfen, haben weitergetrunken. Und irgendwann habe ich gesagt, Mario, ich kann doch überhaupt nichts dafür, dass ich schon rustig bin. Da sagt er, bist du schon rustig? Bist du 5 Jahre älter als ich? Da habe ich gesagt, ja, dafür schaust du aber 10 Jahre älter aus. Und dann hat er mir gestanden, dass er sich Extensions machen lassen will. Habe ich gesagt, Mario, wow, Extensions, vorne oder hinten? Dann hat er gesagt, na und, dann bin ich drin. Auf jeden Fall haben wir weitergetrunken, Schnapsli, Schnapsli, Schnapsli. Und irgendwann haben wir gesagt, es hilft dir nichts. Entweder wir akzeptieren oder wir verzweifeln.
haben wir beschlossen zu akzeptieren. Dann bin ich mit meinen vielen Schnäpsen im Kopf und meiner ganzen Akzeptanz und Unsichtbarkeit hinaus in die sternenklare Nacht. Und ich habe gedacht, unsichtbar sein hat Vorteile. Bin mit meinen 28 Schnaps im Kopf in mein Auto gestiegen, bin mit 180 Stundenkilometern über eine rote Ampel gebrettert und die Polizei am Wegesrand hat gedacht, ein selbstfahrendes Auto. Und am nächsten Tag bin ich zur Frau Happy Aging, habe das Seniorenwandern gebucht und ich sage euch eins, ich gehe auf keine Ü40-Partys mehr, keine Ü50-Partys. Ich gehe zur Ü80-Party, weil da geht's los.